Pedrito, wir met zijn vriend heb, dus Peter. En dan eens van zegt de, zijn we alleen ja vriend. Dan zegt eenmaal, zegt de Peter, zit 15 dagen ruit mijn onkel al in vrede. Dan zegt zijn vriend ganz abgerecht, hast je mij nog gezegd dat mijn onkel gestorven is? Dan is je ook niet gestorven, mijn onkel. Na, wieso sagst du dann, dass er nu in Fred rührt? Na, vor 15 Jahren meine Tante ist gestorben, nicht mein Onkel. Na, wieso sagst du dann, dass der Onkel in Fred rührt? Na, wenn es das anmählich wie mit dieser Tante töpft zu leben, so, der Tante ist gestorben und von da an rührt mein Onkel in Fred. Fürko sagt er dann, dass er in Fred rühren soll, der Mensch, von dem gestorben ist. Und das trifft aber nicht bei allen Menschen zu. Die Menschen, die im Himmel wohnen, wenn die gestorben sind, die Ruhe und Fried in United dort. Aber die Menschen, die ihr Leben nicht in Ordnung haben, in der Halle gehen, die Ruhe nicht in Fried in Deutschland, wie so viele fromme Sprüche hier heran sagen. Die wollen deswegen noch nicht in Fried Ruhe. Aber das gibt eine Situation, wo die Onge hier in Fried Ruhe, wenn es so eine Menschen gibt, die wieder einmal bloß zum Närchen, einmal bloß zum Raumschlammen, in einmal dem Partner dort kompliziert merken, die Tänger dort kompliziert merken, so dass die Onge hier wörtlich in Fried Ruhe können, mal endlich erst der Weich. So, wie ist das in deinem Leben? Wenn du stirbst, ist das eine große Lücke? Oder ist das, naja, endlich erst einmal gegangen? Erst endlich mal erst der Mensch hier Weich und molestiert uns nicht mehr. Wenn die Menschen sagen dort, ob man mit euch bei uns denken, dort, naja, die will ja auch nicht mehr Uitehuilen dat hij hier weer is dat. Maar dat heeft veel met ons karakter te doen. En eentje zei je, ik zie einfach zo. En wat niet gefällt, dan verschwind hier. Wie worden met welke eigenschappen je boeren, ob ons karakter is dat wat we zelf vormen en wo we zelf verantwoordelijk voor zijn. We zijn verantwoordelijk over dat wat bij Müll rutschamt. We zijn verantwoordelijk voor onze gedanken. En God heeft ons een verstand gegeven dat we dat beheersen kunnen. God heeft ons als Herrscher en gezegd dat we dat kunnen beheersen. Zo zegt ons dat in Matthäus Kapitel 3, Vers 8. En wenn de Bibel wat zegt, dan is dat, wenn we dat meelig kennen. Die geeft ons die meeligheid niet uit eigen Kraft, sondern dat de Heilige Geist ons helpen daartoe. Zo zegt het Matthäus Kapitel 3, Vers 8. Seht de weltliche Frucht van Buße. De weltliche Frucht van Buße. Also dat man zeggen kan, dit Mensch, die folgt weltlich Jesus nur. Das Mensch, dem erst dort Leute, dort Schlechte, was du getan hast, und dort erst nicht einmal so, naja, von der Verzeihung, Mario Chiliti, Mario Brality war er üt. Dann war er Verzeihung, dann war er selbst gespielt. Eins war so ein Rot, was einmal blüssig war er holen dort. Er sei, das Mensch hat geändert, und dort jetzt schon mit dem. Wenn nicht bei dir eins von dir eingeht, sind die anderen Menschen, dort dann, sei schon, dass du getan hast, oder dann in Frieden rühren. Macht wie so leben, dass die anderen können sagen, dass wir schon mit dir.